Liebe Gemeindemitglieder der Kirchengemeinde Mögeldorf, jetzt gehen wir also in die zweite Woche dieser Krisenzeit, dieses Shutdown, der drastischen Maßnahmen, die unser soziales Leben beeinflussen. Und alles, was man so hört, klingt danach, als ob es in zwei Wochen nicht vorbei wäre, sondern als ob es mehrere Wochen, ja vielleicht Monate dauert. Diesen Ausnahmezustand, an den muss man sich gewöhnen und man muss sich überlegen, wie man damit umgeht. Wir haben als Kirchengemeinde gestern einen ersten Gottesdienst ins Internet gestellt und ich bin froh und dankbar, dass das so gelungen ist und dass das so ein schöner Gottesdienst geworden ist. Wir wollen ein wenig Licht, gute Gedanken, Gebete, schöne Musik und den Segen Gottes in ihre Häuser bringen. Ich hoffe, es ist gelungen. Wir machen uns bereits Gedanken, wie wir das für kommenden Sonntag dann machen. Seien Sie gespannt, was da kommt am nächsten Sonntag. Morgen kommt dann der neue Kirchturm hier in der Kirchengemeinde Mögeldorf, unser Gemeindebrief. Er wird geliefert und wir werden ihn für das Austragen vorbereiten und Sie werden ihn dann ab Ende der Woche irgendwann in Ihren Briefkasten finden. Darin finden Sie viele neue Informationen aus der Kirchengemeinde, die neuesten Nachrichten, manches zu lesen. Aber was natürlich auch ist, Sie finden einige Termine, die sind natürlich zunächst alle bis 19. April abgesagt, alle Veranstaltungen. Und wie es dann später weitergeht, das weiß der Himmel. Trotzdem arbeiten wir viel, planen viel und versuchen, das Leben möglichst aufrechtzuerhalten, neu zu strukturieren. Ich möchte Ihnen von ein paar Sachen erzählen, die uns ermuntern, sich mit einzubinden in unsere geistliche Gemeinschaft, in die Gruppe einzubringen, in den neuen Ablauf, den wir in vielen Dingen neu lernen. Und ich möchte anfangen mit einer Information oder etwas, was ich gehört habe, das mich sehr beeindruckt habe, hat, wie man an dem normalen Leben sozusagen, wie man das normale Leben angeht. Ich habe in einem Interview mit einer Psychologin und dann mit meiner Hauspsychologin, das wissen Sie, mit meiner Frau besprochen, wie das ist mit so Ausnahmezeiten, wie man da damit umgehen kann. Das Wichtigste ist zu sagen, wir versuchen das Leben möglichst normal aufrechtzuerhalten, möglichst normal weiterzuleben, auch wenn es solche Ausnahmezeiten sind. Dafür ist es gut, ein paar Punkte zu bedenken. Letztlich soll jeder Tag, den man lebt, seine eigene Struktur behalten, die Struktur, die er vorher auch hatte. Also ganz einfach und ganz platt gesagt, jeden Morgen aufstehen, wann man normalerweise aufgestanden wäre, frühstücken, Mittagessen, Abendessen, ins Bett gehen zu den üblichen Zeiten, alles zu den üblichen Zeiten. Leben Sie so, wie wenn es ganz normal wäre. Halten Sie Kontakt zu allen, zu den Menschen. Im Abstand natürlich, mit 2 Meter Abstand. Aber halten Sie Kontakt über den Balkon hinweg, über die sozialen Medien, über das Telefon. Halten Sie Kontakt zu den Menschen über das Telefon, auch zu den Menschen, wo Sie vielleicht schon lange keinen Kontakt mehr hatten. Nehmen Sie sich vor, jeden Tag einen anzurufen aus diesen Kontakten. Wenn Sie mit mehreren Menschen in der Wohnung leben, nehmen und gewähren Sie sich regelmäßig ganz private, persönliche Zeiten, wo Sie nur für sich sind, nur für sich in einem Raum, ganz alleine. Sowas braucht man dringend. Planen Sie am Abend den nächsten Tag und schauen Sie, welche Highlights Sie einbauen. Ob Sie einmal eine CD hören, durchhören, bewusst oder eine Stunde singen einplanen. Ob Sie einplanen, um 9 Uhr immer die Blumen zu gießen und ihnen gut zuzureden, wie man das so macht. Oder alte Fotos anschauen oder ein Tagebuch führen und darin nicht nur von der Krise schreiben, sondern von dem schreiben, was schön war, wofür Sie dankbar sind. Oder planen Sie, am nächsten Tag Ihre Wohnung aufzuräumen oder diesen einen Schrank, den immer schon aufgeräumt werden sollte. Und planen Sie auch, wann Sie Nachrichten hören, aber hören Sie auch wieder auf mit den Nachrichten. Denn Dauernachrichten hören
Das bringt nichts, weil man dann so von dem belastet wird, was man ständig hört. Lassen Sie sich in solchen Krisentagen nicht von den Stimmungsschwankungen beeinflussen, denn das Schlechte schiebt sich immer nach vorne. Aber es gibt in diesen Tagen viel Gutes, genauso viel, mehr als noch. Und ich füge hinzu, planen Sie auch Ihren geistlichen Tag. Fangen Sie mit den Losungen am Morgen an, sprechen Sie ein Mittagsgebet, wie das üblich ist, und schließen Sie den Tag ab mit einer kurzen Andacht. In diesen Tagen kam die Idee aus Lauf am Holz, aber auch von anderen Seiten, dass man am Abend mit einer Kerzenandacht schließt. Um 19 Uhr ist in Lauf am Holz das Abendläuten. Immer zum Abendläuten stellen Sie eine Kerze in das Fenster, beten Sie ein Gebet, ein Vater unser, schließen Sie die aus Ihrer Umgebung, die Ihnen am Herzen liegen, mit ein. Und schließen Sie mit diesem geistlichen Schluss. Also lassen Sie sich nicht von der Krise bestimmen, sondern nutzen Sie das Ganze, um ein bisschen was Neues auszuprobieren, um Neues hineinzufügen in das Leben und vielleicht auch alte Kontakte wieder aufleben zu lassen. Bleiben Sie ruhig. Da ist die heutige Lese aus der Apostelgeschichte doch ein wunderbarer Spruch. So lautet er: Gott hat sich selbst nicht unbezeugt gelassen. Er hat viel Gutes getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Also, denken Sie daran, Gott hat euch fruchtbare Zeiten gegeben. In diesem Sinne grüße ich Sie und wünsche Ihnen gute Tage in der Vorbereitungszeit auf Ostern. Ich möchte schließen mit einem kurzen Gebet aus den Tageslosungen. Herr, du hast gemacht den Himmel und aller Himmel Himmel mit ihrem ganzen Heer, die Erde und alles, was darauf ist, die Meere und alles, was darinnen ist. Wie wunderbar ist das alles und wir sind begeistert, wenn wir diese Pracht sehen. Aber unser Herz ist schwer, weil auch manches uns betrübt. Gerade in den Tagen ist der Virus, die Krankheit, zu übermächtig in unserem Leben. Gott gibt, dass wir zurückfinden in das Vertrauen in deine Größe und deine Hilfe. Steh uns bei, stärke in uns die Hoffnung und die Zuversicht. Sei bei uns in diesen Tagen durch den Geist deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Also bleiben Sie unverzagt und bleiben Sie gesund.